Toni Marshall stirbt im Alter von 85 Jahren aus unbekannter Ursache. Willkommen auf unserem Promi-Nachrichtenkanal heute. Es ist 3 Tage her, seit Toni Marshalls Beerdigung zu Ende war und endlich wurde der Grund für seinen Tod enthüllt, was alle mit gebrochenem Herzen zurücklässt. Berühmt seit 1971 mit dem Hit Schönemite, wirkte der Sänger auch im etlichen Filmen mit und hatte einige Erfolge vorzuweisen. Da Toni keine solide Grundlage hat, hat er immer versucht, so oft wie möglich auf der Bühne zu stehen. Es ist diese harte Arbeit, die den Körper des männlichen Sängers wach und krebst, sehr schweren Magenkrebs gemacht hat. Soweit unbekannt, dass der Sänger die Krankheit vor 2 Monaten entdeckt, an sie ernst wurde, aber aufgrund seines vollen Terminskalenders behandelte er sie nicht sorgfältig, sondern nahm nur gewöhnliche Medikamente, was dazu führte, dass sich die Krankheit schnell verlimmte und in einem seiner nächsten Tagen kämpfte Toni Marshall und starb in seinem Krankenhausbett. Aufgrund der Trauer über seinen Tod beschloss Tonis Familie zunächst, die Nachricht geheim zu halten und nach dem Ende seiner Beerdigung machten sie Tonis Freunde und Angehörigen öffentlich. Alle trauen um einen Menschen, der sich immer bemüht hat und vor allem ein großer Freund und musikalisches Idol war. Meine Newsfreunde sind vorbei. Was hältst du von dieser Veranstaltung? Vergiss nicht, mein Video zu liken und mit deinen Freunden zu teilen, die es lieben, wann immer du willst.